Also stellen Sie sich Folgendes vor, Stichwort Roboter. Wir haben einige Spielsachen, darunter ein nagelneuer, toller Roboter. Und es geht darum, dass mit dem nicht gespielt werden darf. Das ist jetzt eine Versuchsanordnung, um das nachzuspielen, wie das ist, wenn wir irgendwas nicht tun dürfen. Jetzt haben wir also zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wir sagen ganz hart mit drakonischen Strafen, du darfst das nicht. Also wir gehen den harten Weg. Du darfst das nicht und gnade dir Gott, wenn ich dich erwische und so weiter. Und das andere wäre der weiche Weg, wo wir sagen, ich möchte nicht, dass du das tust und das vielleicht auch begründen. Zu dem Begründen schulde ich Ihnen noch einen Cheap-Effekt. Wir haben gesagt, wir sind rationale Wesen. Wenn man uns einen Grund nennt, dann sind wir eher bereit, jemandem einen Gefallen zu tun. Erinnern Sie sich? Und da waren Sie weitgehend einverstanden. So, wir haben ein Xerox-Gerät. Das ist in der Zeit auch, wo das noch sehr teuer war, wenige gab es, die Copyshops waren sehr teuer und an der Uni, in den Bibliotheken konnte man für 10 Cent die Seite kopieren und im Copyshop für 45 Cent. Also standen hier immer lange Schlangen an den Xerox-Geräten in der Bibliothek. Und jetzt hat diese Ellen Langer, die wir am ersten und am zweiten Vortrag schon erwähnt haben, diese unerhört kreative Harvard-Professorin, ein Experiment gemacht. Und zwar gab es drei Varianten, wie man versucht, sich vorzudrängeln. Mit Erlaubnis der Wartenden wohlgemerkt. Man will die Erlaubnis erwirken. Man beginnt jedes Mal mit, entschuldigen Sie, ich habe nur 5 Seiten, damit die anderen wissen, worauf sie sich einlassen. Faire Information. Und dann, jo, in der ersten Variante sagt man nur, ich habe nur 5 Seiten und versucht, sich reinzudrängeln. Wie viele Prozent meinen Sie, lassen die rein? 60. Schauen Sie, das ist so ähnlich wie die andere Situation, die wir heute schon hatten. Man kann fast nicht Nein sagen. Es ist so eine soziale Gleichgestelltheit unter Peers. Offiziell ist es eine Frage nach Grammatik. In Wirklichkeit ist es aber eine Bitte um einen Gefallen. Und es ist schwer, sich dem zu entziehen. Deswegen haben 60% es zugelassen. Das heißt, einige mehr waren eigentlich dagegen innerlich. Nicht wahr? Aber sie konnten quasi nicht viel anders, vor allem weil 2, 3 drumherum auch sagen, oder so ähnlich. Okay. Jetzt hat man in der zweiten Variante einen Grund angegeben, mit Grund. Man hat gesagt, Entschuldigung, ich habe nur 5 Seiten, darf ich mich vordrängen, weil ich es eilig habe. Das ist ein Grund. Jetzt war die Zustimmung bei 95%. Also sehr hoch, weil man einen Grund bekommen hat, denken wir. Aber so einfach ist die Story nicht, sonst würden wir sie nicht erzählen. In der dritten Variante hat man gesagt, Entschuldigung, ich habe nur 5 Seiten, da nehme ich vor, weil ich Kopien machen muss. Das ist kein Grund. Aber die Zustimmung war 92%. Das heißt, das Weil ist ein Cheap-Faktor. Cheap, 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 cheap. Und dann erkennen wir das Küken. Verzeihung, den Grund. Auch wenn gar keiner kommt. Ist das spannend? Überlegen Sie mal, bei solchen Vorträgen kann man sich ja nachher einen Punkt rauspicken und mal eine Woche beobachten. Sowohl Leben, im täglichen Leben, als auch bei Fernsehfilmen und so weiter. Mal auf eine Sache achten. Achten Sie mal eine Woche nur auf Weil. Was passiert nach Weil? Sie werden entsetzt sein. Sie werden entsetzt sein. Ich habe festgestellt, dass die Anzahl der Pseudogründe, die gar keine sind, viel höher ist als die Anzahl an Gründen. Kind will auf Stuhl steigen, so Gartencafé, Mutter geht da runter, Kind warum, Mutter, weil man das nicht macht, Kind aha, ach so. Ich habe dann die Mutter, das ist eine Freundin, wir dürfen solche Gespräche führen, habe ich gesagt, darf ich das mal kurz hinterfragen? Sagt sie, ja, das ist immer das Signal. Sie kann auch sagen, nein, bitte jetzt nicht. Ne? Ist klar, das ist eine sehr persönliche Sache. Die Kleine war inzwischen schon ein bisschen woanders am Spielen, sodass sie das jetzt nicht gehört hat. Sage ich, du hast vorhin gesagt, weil man das nicht macht, ist ja kein Grund. Warum macht man das denn nicht? Was meinst du denn? Was steckt denn dahinter? Ja, sagt sie, weil das unhöflich ist. Sag ich, sorry, das ist kein Grund. Warum gilt das denn als unhöflich?
Ach so, sagt sie, ist auch noch kein Grund, ja. Verstehen Sie? Fragen Sie, wir haben am ersten Abend gesagt, nach der Definition von dem Davi, es ist eine wesentliche Information. Habe ich das gesagt, eine Information, die ist? Oder habe ich das nicht gesagt? Wer war am ersten Abend da? Haben wir das gesagt mit der Wesen? Nein. Ich wollte am ersten Abend unter anderem sagen, eine Definition von Winfried Davies, wie wir wesentliche von unwesentlichen Informationen unterscheiden können. Brillante Definition. Und da sagt er, eine wesentliche Information ist eine Information, die uns etwas sagt über das Wesen des Gegenstandes, von dem wir reden. Wenn ich etwas lerne über das Wesen der Sache, der Person, des Tieres, über das wir reden, dann war die Information wesentlich. Und so können wir Gründe analysieren. Ein guter Grund sagt mir etwas über das Wesen der Geschichte, von der wir reden. Und ein Pseudogrund sagt mir nichts, was ich davor nicht gewusst habe. Ich weiß, dass es als unhöflich gilt. Das ist aber kein Grund. Ich weiß ja noch nicht, warum. Ich habe über das Wesen der Sache nichts erfahren. Wenn Sie sagen, was habe ich neu hinzugelernt über das Wesen der Sache, dann können Sie Gründe von Pseudogründen trennen. Und wenn Sie den Mut haben, einen Selbstversuch zu machen, wie ein Forscher, wie eine Forscherin, und schneiden mal so einen Tag lang, wenn Sie viel telefonieren, Ihre eigenen Telefonate mit. Es reicht, wenn Sie das mitschneiden, was Sie quatschen. Weil die andere Seite dürfen Sie ja nur mitschneiden, wenn Sie vorher fragen. Und wenn Sie zum Beispiel Kundenverhandlungen führen, wäre das störend zu sagen, darf ich das mitschneiden? Obwohl heute viele Kunden schon sagen, ja, kein Thema. Viele kommen ja zu Konferenzen mit ihren kleinen Diktiergeräten, alles kein Thema mehr. Aber nehmen wir mal an, Sie wollen gar nicht fragen. Es reicht, wenn Sie Ihren Teil haben. Und wenn Sie zwischendurch längere Zeiten zuhören, weil Sie sehr gut zuhören, dann nehmen Sie so ein Gerät, das automatisch angeht, wenn Sie weiterreden. Dann haben Sie nur Ihre Sachen drauf. Und das hören Sie sich dann später im Radio öfter mal an. Und dann können Sie sich mal kritisch zuhören. Bei den ersten ein, zwei Malen sind Sie noch sehr erstaunt, was Sie da alles für gescheite Sachen gesagt haben. Erst beim dritten, vierten Mal, wenn Sie wiederholen, können Sie ein bisschen auf die Strategie achten. Und dann lernen Sie mal, immer wenn Sie weil sagen oder ähnliche Wörter, was danach kommt. Und dann machen Sie Stopp und jetzt reflektieren Sie mal ein paar Minuten so. War das ein wirklicher Grund? War das ein wirklicher Grund? Hat er über das Wesen der Sache irgendwas Erhellendes gesagt? Wenn man sagt, weil ich muss mal fotokopieren, das müssen alle, die da sind. Das ist ja, weiß Gott, kein Grund. Weil man das nicht macht, Mann, ist überhaupt keine Aussage. Weil ich das gesagt habe, sagen viele Eltern. Ja, das ist doch kein Grund. Das weiß das Kind doch schon, dass sie das gesagt haben. Darum hat es doch gesagt, warum darf ich die alte Jeans nicht tragen? Sagen sie, ja, weil ich das sage. Und dann sagen sie, ich rede vernünftig mit meinen Kindern. Ich versuche sie durch Ratschläge zu überzeugen. Ich zwinge sie nicht. Meinen sie dann. So. Also, wir gehen zu der Robotergeschichte zurück. Das war alles in Verbindung damit. Wir haben also den Roboter, mit dem man nicht spielen darf. Und wir haben die harte und die weiche Tour. Bei der harten Tour sagen wir, du darfst nicht und drohen mit drakonischen Strafen. Und bei der weichen sagen wir, ich möchte nicht, dass du mit dem Roboter spielst und geben auch einen Grund an, der nachvollziehbar ist für das Kind. So, jetzt hat er Folgendes getan. Der Versuchsleiter, der sich das ausgedacht hat, hat also im ersten Schritt die Kinder an einer Schule in einen Raum gebracht mit einem Einwegspiegel. Das heißt, wenn er rausgeht, kann er heimlich reingucken, was die tun. So. Und hat die irgendeine kleine Aufgabe lösen lassen und hat eben gesagt, dass sie mit dem Roboter nicht spielen dürfen. Einmal hart, einmal weich, je nachdem welche Gruppe. Die Gruppe heißt immer, jeder ist einzeln dran. Aber wir machen das 30 Mal, dann ist das eine Gruppe, mit der wir das gemacht haben. So, und dann muss er mal kurz den Raum verlassen. Und was meinen Sie, wie groß war der Unterschied zwischen hart und weich mit Roboter nicht spielen? Was schätzen Sie? Was schätzen Sie? Null Unterschied. Hier und heute, die einen Grund bekommen haben, den hat es eingeleuchtet, der Mensch geht 5 Minuten raus, sie rühren den Roboter nicht an, sie haben sich innerlich entschlossen, sie werden das nicht tun, fein. Die anderen, die drakonischen Strafen, bewirken nicht das Bewusstsein für die
Handlung, um die es geht, sondern die Angst, erwischt zu werden, ist relativ groß, weil es ja gerade eben angedroht worden ist. Man weiß ja nicht, dass der 5 Minuten wegbleibt, der kann ja nach 5 Sekunden wiederkommen. Also die haben auch nicht damit gespielt, jeweils fast alle. Aber der eigentlich wichtige Teil des Experimentes fand 6 Wochen später statt. Und da kam eine junge Dame, das ist Frau auf Chinesisch, das geht immer schneller, und hat auch mit den Kindern sowas gemacht, hat nichts gesagt über den Roboter, es wurden andere Dinge getan und musste dann auch mal kurz den Raum verlassen. Das heißt, heute ist nicht verboten worden, heute ist nichts angedroht worden, heute kann ich theoretisch ja spielen damit. Das haben 77% waren alles Jungen übrigens, nicht, dass sie sagen, die Mädchen hätten vielleicht kein Interesse gehabt. Das haben 77% getan. Die hat den Hintern noch nicht draußen gehabt zur Türe, zack, waren sie am Roboter und haben also da endlich. Von denen da haben aber nur 33% mit dem Roboter gespielt. Sehen Sie, die anderen haben damals, vor 6 Wochen, sich innerlich entschieden, dass sie diesen Grund akzeptieren und deswegen mit dem Roboter nicht spielen. Und darum war der 6 Wochen später für sie uninteressant. Das heißt, wir haben eine harte und eine weiche Tour und die erfolgreichere ist die weiche. Und wir sehen genau dasselbe wie am ersten Abend. Da haben wir gesagt, wenn Sie Texte haben, übrigens habe ich schon eine Frage in der Wandzeitung bekommen, die werde ich gleich mit beantworten. Wir haben gesagt, wenn Sie Texte lesen müssen, man hat Texte, das war dieselbe Länge, Ellen Länger, von der wir gerade sprachen. Man hat Texte umgeschrieben, harte Texte, die absolut verfasst waren, umgeschrieben auf weich, man hat also aus ist ein könnte sein gemacht und so weiter. Zum Beispiel, die Frage in der Wandzeitung war, also wenn ich jetzt einen Text nehme, Naturwissenschaft und Geschichte war hier das Beispiel gewesen, dann wird ja da ein Wischiwaschi-Quatsch draus, das kann ja quasi gar kein Lehrbuch mehr sein, doch schon. Wenn ich sage, es besteht also eine gewisse Tendenz, dass dieser König jenen gemeuchelmordet hat, und sage das also im Konjunktiv, wir nehmen an, dass es so war, nicht statt, das ist so gewesen. Und bringe danach einige Gründe, die dafür sprechen, dass man annimmt, dass es so war. Dann habe ich die Fakten sehr wohl gebracht. Ich habe nur nicht gesagt, das war so, Punkt, absolut. Und in dem Moment, wo ich sage, es könnte so sein, fängt das Gehirn an zu denken, was noch sein könnte. Und nimmt jetzt denkenderweise alle Argumente auf und wahr. Und im anderen Fall heißt es, lernt das und dann merken wir uns nichts. Weil unser Gehirn mit absoluten Fakten nichts anfangen kann. Das ist kontraproduktiv. Es geht nicht. Unser Gehirn ist nicht für absolute Fakten eingerichtet. Nur für relative und assoziative. Womit sich der Bogen zwischen dem ersten und dem heutigen Abend schließt. Und hier sehen wir genau dasselbe. Wenn wir weich vorgehen, fängt der Mensch an mitzudenken. Trifft der Mensch, auch wenn er erst 7 Jahre alt ist, trifft er eine Entscheidung. Das heißt, im Vorfeld kostet sie die weiche Tour als Sender mehr Kraft, mehr Energie. Eindeutig, gebe ich zu. Im Vorfeld kostet es sie mehr. Aber hinterher sparen sie doch so viel Energien, weil sie nicht 1000 Mal sagen müssen, ich habe gesagt, der Roboter ist out of bounds. Wie oft müssen sie immer wieder denselben Stuss reden? Ja, weil sie es hart versucht haben. Sie haben nicht den anderen eingebunden. Das sind eben ganz klare wissenschaftliche Ergebnisse, die das zeigen, was man eigentlich, ne, so, manche gar nicht so genau wissen wollen, aber es ist halt so.